So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, zu einem weiteren Livestream-Aufzeichnung. Hierbei handelt es sich um den Livestream vom 31.01.2021, denn wir hatten aus Versehen bei OBS das Mikrofon ausgeschaltet und ja, deswegen vertone ich das jetzt wieder für euch. Außerdem kam das Video zu dem ATS zum American Truck Simulator, also die Stream-Aufzeichnung vom American Truck Simulator, so gut bei euch an, dass ich mir gedacht habe, daran kümmern wir uns dann doch darum, dass das Video vom 31.01.2021, also von dem Livestream, online kommt. Wir fahren eine Runde Euro Truck Simulator, wie wir es sehen können, und wir starten in Kiel, im Bundesland Schleswig-Holstein, glaube ich. Also ganz oben im Norden und ja, fahren ein, zwei Touren durch ja, Europa. Schauen wir mal. Nein, ich glaube, das ist falsch. Ja, das ist falsch. Wir wollen natürlich mit unserem Mercedes Atros unsere Touren machen. Schauen wir mal, was wir hier so Nettes haben. Ah, nach Brüssel. Eine Tour nach Brüssel, das hört sich da direkt runter. Ja, würde ich sagen, Mama das, weil in Brüssel waren wir noch nicht. So. Also, als erstes geht es nach Brüssel. Ich habe jetzt nicht gesehen, was wir nach Brüssel transportieren, aber ich würde sagen, wir starten die Engine. Und dann geht es auch schon los. Ja, diesmal habe ich zum Glück die Kopfhörer angehabt. Habe noch nicht gesehen gehabt, dass ich für einen Online-Test das Mikrofon ausgeschaltet hatte. Und deswegen haben wir hier leider keinen Sound. Wir stehen, wie gesagt, momentan in Kiel. Ja. So langsam könnt ihr dann auch mal den Motor starten, der Vergangenheits-Launzi. Keine Ahnung, warum das jetzt so lange dauert. Ich bin gespannt. Auf geht's. Ah, und eine Neuheit ist, dass wir jetzt mittlerweile eine Stimme haben. Also eine Navi-Stimme. Das ist der gute Karl, der uns sagt, wo es hingeht. Das Ganze, wie gesagt, mit OBS gestreamt, mit OBS aufgenommen. Biege nach links ab. Und das Ganze dann von Twitch runtergeladen und dann eben über mein Filmprogramm, über Wondershare, Filmora Wondershare genau genommen, dann, ja, praktisch damit geschnitten. Also ich habe es jetzt noch nicht vorgeschnitten. Und denn, dann rechts abbiegen. Ich habe da bei den Stream-Settings ein bisschen was geändert. Und zwar hatte ich von einer Bildschirmaufnahme auf eine Spielaufnahme umgestellt. Ja, und das hatte dann super funktioniert. Das heißt, egal, auch wenn ich da mal rausgegangen bin aus dem Spiel, habt ihr nicht gesehen, was ich gerade mache, sondern ihr habt immer das Spiel gesehen, was sehr hilfreich ist. Also, ja, das sollte ich jetzt immer so machen. Aber ich stehe mal wieder an der roten Ampel und dann war mal los. Biege nach rechts ab. Muss ich eigentlich nicht mehr zu viel dazu sagen, denn der. Wir sind fertig. Gute Navigator macht das für uns. Und jetzt sind wir angekommen. Dann docken wir jetzt den Anhänger an und dann geht's auf Richtung Brüssel. Kann sein, dass ich zwischendurch mal stiller bin, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, aber das kennt ihr ja bestimmt schon. Ich werde, denke ich mal, auch wahrscheinlich, wenn ich das jetzt fertig habe, noch eine Folge NHL 18 schneiden, dass wir da auch weiterkommen. Fertig zum Losfahren. Und ja, dann mal gucken, wann ich dann endlich dazu komme. Dadurch, dass sich der Kader von den Adler Mannheim immer so verändert, komme ich mit der Aufnahme von NHL 21 nicht so gut voran. Weil ich da immer mal wieder von Neuem anfangen muss, weil sich was im Kader ändert, weil Leute ausfallen, weil sich die Adler Mannheim dazu entschließen, noch Spieler nachzuverpflichten. Und deswegen, weil ich mit dem aktuellen Kader starten möchte, muss ich dann immer wieder von vorne aufnehmen. Das ist ein bisschen nervig, aber das, wie gesagt, ich will halt mit dem neuesten Kader, also mit dem aktuellsten Kader der Penny DL, lass uns loslegen. Möchte ich halt spielen und deswegen. Da machst du nichts, aber wie gesagt, es wird ein NHL 21 geben, nachdem wir ein NHL 18 fertig hochgeladen haben. Biege nach rechts ab. NHL 19 fertig hochgeladen haben, ein NHL 20 hochgeladen haben. Also wir haben da auf jeden Fall noch jede Menge Arbeit. Also da wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit ziemlich viel Eishockey kommen.
auf dem Kanal und das freut mich auch sehr, weil ich liebe Eishockey. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier nachvertone, war gestern das Heimspiel von den Mannheimern. Ich bin fasziniert vom Eishockey momentan. Also das ist, ja. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Den Rückwärtsgang eingelegt habe, ich weiß es nicht. Weil vor uns ist niemand, hinter uns ist scheinbar. Kann ich auch bei dem Spiegel. Wir sind auch nicht so aus, ob hinter uns jemand ist. Ja, keine Ahnung. Und auch mal kurz die Hupe getestet und geguckt, dass alles funktioniert. Das sieht super aus. Also von daher machen wir uns da keine Sorgen. Ich glaube, wir dürfen hier auch wieder 80 fahren. Sieht zumindest so aus. Neben uns kommt jetzt einer rausgefahren, aber das sollte kein Problem sein, denn wir sind schneller als der und er muss dann warten, weil er kommt auf eine Ausfahrt raus. Das habe ich mir mittlerweile angewöhnt, dass ich versuche, immer mit der maximalen Geschwindigkeit, die erlaubt ist, durch die Gegend zu brettern. Ja, das führt ab und zu Unfällen und mal, dass man eine Ampel überfährt, die rot ist, aber ja, was soll's. Es geht natürlich darum, die Ware schnellstmöglich abzuliefern und deswegen habe ich oft viele Strafen, aber das ist alles kein Problem, denn ja, wir kriegen aufgrund der vielen Mitarbeiter, die wir mittlerweile dazu gewonnen haben, sehr viel Geld dazu und deswegen kann man dann auch mal so kleinere Unfälle und Strafen verschmerzen. Das ist alles das Problem. Ich müsste auch mal wieder weiterzocken. Ich habe jetzt seit diesem letzten Livestream am 31.01. war der nicht mehr ETS oder ATS weitergezockt, weil ich momentan mein Lenkrad abmontiert habe am PC, dass ich da besser arbeiten kann mit der Tastatur, weil ich momentan gerade den Gaming-Rechner für Arbeiten benutze, also sei es Korrekturen an meinen Whitepad-Geschichten, sei es um Bewerbungen abzuschicken und sowas. Deswegen habe ich momentan mein Lenkrad abmontiert und deswegen komme ich einfach momentan gerade nicht zum Weiterspielen, was ein bisschen schade ist. Aber ich hoffe, dass ich in naher Zukunft mal wieder weitermachen kann. Oh, und jetzt haben wir jemanden vor uns, deswegen würde ich sagen, ab auf die linke Spur und vorbeiziehen. Ja, Aufliegerschaden, das habe ich vorhin angesprochen, das meinte ich. Als ich sagte, ja, ich baue dadurch, dass ich schnell fahre. Und da ich ein bisschen Problem habe, den LKW gerade zu halten, kommt dann ab und zu mal zu kleinen Remplern, aber das ist alles kein Problem. Ich würde mal sagen, während wir die Fahrt genießen, trinke ich mir noch was zu trinken ein und öle meine Stimme. Links halten. Oh, wir sollen links halten. Ah ja, das ist das Gute an dem Navigator. Er sagt dir,
wann du abbiegen musst, wann du eben nicht abbiegen musst, weil ich habe oft das Problem mit ETS gehabt, dass ich nicht sehe, wann ich abbiegen muss oder wann ich nicht abbiegen muss und bin deswegen oft verkehrt gefahren, habe ich verfahren und das dafür ist halt der Navigator ganz gut oder beziehungsweise ist, die Navigationsstimme, weil ich gemerkt habe im Stream, dass ich das dann weniger, dass ich mich weniger verfahre. Das ist ganz praktisch. Das hat mir auch übrigens einer aus dem Chat, da geht viel, da gehen liebe Grüße raus an den guten Markus, der auch bei uns auf dem Discord-Stream, Discord-Server drauf ist. Er hat mir das geschrieben mit der Navigationsstimme und bin ich sehr dankbar für. Es hilft ungemein, wenn wir jetzt gerade an der Schiebe, so wie es aussieht, vorbeifahren, gehört mit dem Zug. Nebenher die Tür offen. Und boah, es ist kalt so. Ein bisschen nebelig draußen. Also, ich muss das Fenster mal wieder gleich zumachen. Wobei, das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Dann stinkt es ja drin wieder. Weil ich momentan kein Wasser und Abwasser habe. Boah, da stinkt es ja drin. Deswegen. Hoffentlich ist das um 16 rechts Uhr. Halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Hoffentlich ist das um 16 Uhr wieder angeschaltet, dass ich wieder ganz normal aufs Klo gehen kann. Weil das ist alles nicht nimm so ohne. Die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Nebenher im Discord unterwegs. Im Server. Findet ihr auch übrigens in der Videobeschreibung. Falls ihr joinen wollt, ihr seid herzlich eingeladen. Wir freuen uns über neuen Zuwachs. Also wenn ihr wenn ihr gerne ATS spielt oder ETS 2, wenn ihr ein Zocker seid, wenn ihr vielleicht auch gerne Star Wars schaut oder ja, wenn ihr einfach nur mit irgendjemand euch unterhalten wollt, ein bisschen Chaos machen wollt, also ein bisschen quatschen wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen, zu unserem kleinen Discord, bei unserem kleinen Discord-Server beizutreten. Und wie gesagt, immer bei mir. Discord ist auch so eine Stelle, wo ihr immer Informationen bekommt zu den Streams von mir, zu den Streams von meinen Kollegen und auch meinen besten Freunden. Da kann ich den guten Simo Gamer erwähnen. Der macht auch sehr, sehr geile Streams, was ETS 2, den Landwirtschaftssimulator 19 oder auch den Train Simulator angeht. Also ich gucke da selbst ab und zu mal vorbei. Also
kann es nur empfehlen. Vielleicht verlinke ich den auch nochmal in der Videobeschreibung. Das weiß ich jetzt noch nicht. Will mal gucken. Aber auf jeden Fall, also auf dem Discord-Server findet ihr immer alle Informationen zu dem Channel, zu dem Twitch-Channel, wenn ein Livestream startet, wenn ein neues Video rauskommt. Da ist man gut informiert auf dem Discord-Server und halt eben, wie gesagt, ich versuche jetzt im Moment wieder ein paar Videos hochzuladen. Ich habe halt momentan gerade nicht so viel Zeit, weil ich mich unter anderem halt eben am Bewerben bin und da hat man nicht immer so viel Zeit. Aber ich versuche das immer so zu machen, wie ich Lust und Zeit habe und ja, wie gesagt, wir machen das ja mittlerweile auch schon seit 6 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, seit 2015 betreiben wir diesen kleinen, aber feinen YouTube-Channel und der ist halt sehr, sehr gewachsen seitdem. Wir sind mittlerweile 80 Abonnenten, dafür vielen Dank und auf Twitch sind wir sogar 85 Leute mittlerweile. Das freut mich sehr, das ist vielen Dank, ist krass, hätte ich nicht erwartet, weil Twitch machen wir ja auch erst seit knapp 2 Jahren mittlerweile und das ist, sehr, sehr geil, ihr seid, da gab es einen Unfall, ihr seid sehr, sehr krass, was das angeht, haben da auch schon auf Twitch haben wir schon viele lustige Stunden verbracht, sei es mit WWE 2K20, sei es mit WWE 2K19, sei es mit dem ETS 2 Simulator, sei es mit irgendwelchen anderen Games, also da, wir haben da immer viel Spaß und dafür bin ich euch sehr, sehr dankbar. Also da geht nochmal ein fetter Gruß an die Community raus. Fertig geschnitten habe, muss ich dann auch noch mein Gesundheitsamt anrufen wegen der Corona-Impfung. Da kann man sich heute auf die Warteliste eintragen, heute, wo ich das Video schneide. Und ja, ich habe es noch nicht gemacht, ich hätte es beinahe vergessen. Ich weiß gar nicht, wie ich dran gedacht habe. Ja, und halt, wie gesagt, heute gegen 16 Uhr habe ich dann auch noch ein Telefonat wegen meiner Bewerbung. Da bin ich momentan dran, ich mich gerade am Bewerben bin wegen einer Arbeitsstelle oder einer Ausbildung. Corona sehr, sehr, wie sagt man, es ist ein sehr, sehr großes Hindernis, sagen wir es so. Dann bald auch in Brüssel sein, die ersten Duellen haben wir nicht geschafft. Sind ja aber auch schon mittlerweile bei 20 Minuten. Das Video geht glaube ich so um die 43, 50 Minuten oder so, wenn ich es nicht im Kopf habe. Bin mir da nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, soll ich das wegschneiden, soll ich das drin lassen? Ich glaube, ich lasse es drin. Ich habe da nämlich mal was nachgeguckt gehabt wegen dem Stream, weil wir komischerweise Probleme hatten. Und deswegen würde ich sagen, ich... So, da sind wir zurück, unterwegs, on track. Ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, nachdem ich getrunken habe, dass ich es rausschneide. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich geguckt, ob der Stream noch unterwegs ist oder ob irgendwas mit dem Stream nicht stimmt. Aber
Ich weiß es nicht mehr genau, weil der Stream ist mittlerweile schon. Heute haben wir den 8. Ja, so 8 Tage her. Wie mal Daumen, 8 oder 9 Tage sind es gewesen. Und deswegen. Also ich denke mal, dass ich da ins OBS rein bin. Also in den Open Broadcast Studio. Um zu gucken, ob eben der Stream noch läuft, ob da alles in Ordnung ist. Bei Twitch vielleicht mal in die Übersicht reingeguckt habe. Und deswegen dachte ich mir, schneide ich es halt raus. Ich weiß nicht, wie oft das jetzt nochmal passiert. Aber ich denke, das ist so wesentlich besser. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. So, dann fahren wir runter. Immer schön tun, was der Navigator sagt. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Wenn ihr irgendwo abbiegt oder irgendwo rausfahrt, nicht vergessen zu blinken, damit die anderen Fahrer auch sehen, dass ihr auf die Spur fahren wollt. Das ist so ein Tipp, das habe ich früher immer viel missachtet und hatte deswegen viele Unfälle und seit ich mich daran halte, passiert mir das weniger. Also ich bin wie gesagt dadurch, dass ich halt aufgrund meiner Sehbehinderung kein Auto fahren kann, gibt es so ein paar Elemente des Autofahrens, die mir halt nicht bekannt sind und die ich halt selbst erst lernen musste. Was mir halt auf jeden Fall leichter fällt beim ETS als bei ATS, ist, dass man im ETS 2 einfach eine viel bessere Sicht hat, weil eben das Cockpit, die Cockpit-Sicht sehr viel größer ist. Bei unserem ATS-Truck ist ja in der Mitte vom Fenster ist ja so ein Streben, also das Fenster zwei kleinere aufteilen. Das macht das halt eben im ATS schwieriger, was aus dem LKW zu sehen, beziehungsweise aus dem Truck was zu sehen. Das finde ich ist ein Vorteil von ETS und halt, wie gesagt, das ist bei ATS wirklich sehr schwierig. Also das ist meine Meinung. Wenn ihr andere Meinungen habt oder bessere Kenntnisse habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber für meine Ansicht ist, dass es bei bei ATS schwieriger ist, wenn der Tank leer ist, eine Tankstelle zu finden. Und der Tank geht wesentlich schneller leer. Der Tank vom Truck in ATS geht viel schneller leer, weil es ein kleinerer Tank ist, als der Tank von den LKWs in ETS 2, weil die halt größer sind. Wir hatten hier jetzt bei der Tour irgendwie 4 Stunden Treibstoff noch und beim anderen hast du für 1-2 Stunden nur Treibstoff beim ATS, beim American Truck Simulator. Das sind so die zwei großen Unterschiede, aber ich spiele unglaublich, also ich spiele beide Simulatoren gerne. Ich spiele sehr gerne den ETS 2 Simulator, aber auch den ATS. Weil es ist saugeil teilweise mit Arizona, also mit Bundesstaaten in Amerika, mit Arizona zu fahren, durch Utah zu fahren, nach Salt Lake City zu fahren, nach Denver zu fahren. Und das hast du halt hier, dadurch, dass es Europa ist und das andere Amerika ist, hat man da halt seine gewissen Vorzüge. Also ich spiele es doch, wie gesagt, beides gern. Ich habe bei ETS 2, weil ich das früher gezockt habe, also schon länger zocke als den ATS, habe ich da einfach mehr Spielzeit. Ich habe irgendwie 230, 240 Stunden
beim ETS 2 und beim ATS sind so ungefähr 35 Stunden, während es dunkel wird, und ich hasse es, bei Nacht zu fahren. Und jetzt wird auch der Kredit weiter abbezahlt. Wir haben uns so einen, ich glaube, 400.000 Euro Kredit war es, den wir gerade noch am Abbezahlen sind. Wir fahren hier gemütlich durch die Gegend und gucken, dass wir ein bisschen Geld für unsere Spedition zusammenkratzen, dass wir unsere Garage ausbauen können, beziehungsweise dass wir neue Mitarbeiter einstellen können, weil ich früher oder später in ganz Deutschland und Umgebung eine Garage stehen haben. Und je mehr Garagen man hat, desto mehr Mitarbeiter kann man haben, desto mehr Geld bekommt man. Das ist so ein bisschen eine strukturierte Kettengliederung, also da hängt eins mit dem anderen zusammen. Ich habe jetzt momentan gerade, glaube ich, 3 Garagen, eine in Stuttgart, eine in Mannheim und eine in Frankfurt. Und ich glaube, die in Frankfurt ist am wenigsten ausgebaut. Ich glaube, die in Mannheim links halten und in Stuttgart. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Also ich glaube, meine Garage in Mannheim und in Stuttgart ist komplett ausgebaut. Ich glaube, die immer geradeaus. Frankfurt ist noch nicht ganz ausgebaut. Ich glaube, die ist auf dem zweitletzten oder vorletzten Level. Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber werden wir bestimmt in diesem Stream noch nachgucken. Aber wir haben ja ein bisschen Kohle gerade im Moment. Das könnten wir eigentlich dafür nutzen, um das weiter auszubauen. Mal gucken. Schlafen, aber wir müssen scheinbar noch nicht schlafen. Ich dachte schon, wir müssen da abbiegen, aber nein, wir fahren weiter geradeaus. Immer geradeaus. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ach ja, dafür ist er auch gut, während wir gerade geblitzt werden. Dafür ist der Navigator halt auch sehr, sehr gut, weil er sagt, wenn du zu schnell oder zu langsam bist. Meistens bist du eher zu schnell als zu langsam, außer du hast halt mal wieder einen Motor. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wenn du zu viel, wenn du einen übermäßig hohen Prozentsatz an Schaden hast, dann geht ab und zu der Motor aus. Ich weiß gerade, wie die Einblendung heißt, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht wisst ihr es ja in den Kommentaren und könnt's mal dazu schreiben. Immer geradeaus.
Austin. Da gab es scheinbar einen heftigen Crash. Das habe sogar ich gerade auf den Kopfhörern gehört. Da hat es Dusch gemacht. Keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall war es unser LKW, glaube ich, ziemlich gedamaged. Oder unser Anhänger. Ich weiß es nicht, weil wir halt gerade durch die Gegend heizen. Und bei Tunneln ist das besonders gefährlich. Also bei Tunnel mache ich meistens, hole ich mir meistens einen Schaden. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das ist immer wieder zu schnell. Wie gesagt, ich war gerade wieder nebenher am. Ich habe zwei Monitore, beziehungsweise ich habe zwei Computer. Einmal. Aua! Ich hasse Tunnel. Ich hasse es bei Nacht zu fahren, ich hasse Tunnel. Wo war ich stehen geblieben? Ja, wie gesagt, ich bin gerade nebenher an meinem anderen Laptop, der auf eine Doggingstation. Über eine Doggingstation mit dem Monitor verbunden ist, mit dem zweiten. Aber ich war gerade kurz im Discord drin, weil wir haben einen neuen. Ja, jemand, der neu auf unserem Discord ist, und da muss ich gerade mal ganz links kurz halten, ihm einen Rang bzw. eine Rolle zuweisen und halt mal ganz kurz eine WhatsApp mache ich das Quatsch, eine Discord-Nachricht schreiben. Ich habe heute etwas Probleme. Biege nach links ab. Mit dem Sprechen, keine Ahnung, was da los ist. Und wir biegen links ab. Und dann dürften wir fast am Ziel sein. Dürfte nicht mehr lange dauern, bis wir in Brüssel sind, in Belgien. Schöne Stadt, da war ich schon mal. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich bin scheinbar wieder zu schnell.
musste gerade ganz schnell wieder ein Discord-Noise sein, deswegen war ich kurz weg. Wir sind mittlerweile bei 36 Minuten, das heißt, es läuft perfekt. Wieder. Also kaum schreibst du mal eine kurze Nachricht, dann kommen wieder direkt 100.000 nach. Das hängt ein bisschen ab von der eigentlichen Tätigkeit, die ich hier bekannt habe. Aber egal, es ist ja eh nur, also das ist ja eh nur, dass ihr halt ein bisschen was dazu, dass ihr meine Stimme dazu hört, weil bei den Streams rede ich ja auch nicht so viel, von daher passt das, denke ich, wenn ich mal zwischendurch immer so gerade aus. Da werden wir auch müde, das heißt, wir müssen demnächst mal eine Runde schlafen gehen. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Natürlich wird er wieder. Nimm natürlich, die Ausfahrt rechts. Natürlich wird er wieder dann müde, wenn wenn wir wieder nirgendwo anhalten können und eine Runde schlafen können. Das ist irgendwie immer so. Er wird immer dann müde, wenn du halt auf der Autobahn bist oder irgendwo an der Anfahrt bist. Oder ich halt jetzt nicht direkt hinstellen kannst und schlafen kannst. Das ist so nervig jedes Mal. Aber willst du machen, dann ist halt so. Ja, und normalerweise geht der Stream nach der Tour noch ein bisschen länger. Aber ich würde sagen, ich werde den Stream, weil wir haben nach dieser Tour, haben wir noch versucht, einen zweiten noch eine zweite Tour anzunehmen und zu fahren. Und das hat halt eben nicht geklappt. Und das würde ich halt rausschneiden. Weil das muss man nicht unbedingt sehen. Also deswegen würde ich würde ich halt noch diese Tour drin lassen und dann das Video beenden. Es war halt danach, kommt halt nicht mehr viel Sinnvolles. Es kommen noch ein paar. Also wie gesagt, wir haben versucht, einen zweiten Auftrag anzunehmen, was nicht geklappt hat. Und wir haben halt noch den Kredit. Haben wir den Kredit abbezahlt? Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, wir haben noch einen LKW gekauft und haben noch einen Fahrer eingestellt. Rechts ich glaube, das haben wir gemacht. Und dann rechts. Also nichts Wichtiges, deswegen ist das, glaube ich, nicht so schlimm, wenn wir das rausschneiden. Und wir sind zum ersten Mal in Brüssel erstmal aufgeteilt. Und biege nach rechts ab. Also das heißt, wir sind jetzt, müssen jetzt gleich da sein. Alter, hier draußen ist schon wieder, also bei mir jetzt. Zu Hause wird gerade draußen wieder gehupt. Ich wohne an der Kreuzung und da ist ständig Gehupe, Blaulicht, was auch immer. Also da ist immer was los.
biege nach links ab. Da. Das war eine schöne Fahrt. Ja, die war, es war okay. Hatte schon bessere, aber das war vollkommen okay. So. Ausgezeichnet, obwohl wir ein paar Schäden haben. Ging auch keine Abzüge. Das ist krass. So, und wir haben hier sogar noch ein Level-Up. Wir haben halt schon fast alles geskillt, von daher ist es eigentlich egal, wo wir drauf gehen. Das, ja. Wie gesagt, ich habe schon vieles nicht in EDS 2, deswegen habe ich das nicht alles gespeichert. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr das Video oder den Kanal unterstützen wollt, mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abonnement. Ich werde das Video jetzt noch bis zum nächsten Tag laufen lassen, also bis wir geschlafen haben. Und dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Vielleicht sieht man sich ja bei Twitch oder auch beim nächsten YouTube-Video. Wie gesagt, ich sage danke fürs Zusehen. Ach ja, wir haben den LKW noch reparieren lassen. Das nur hier noch. Also, ich lasse das Video noch weiterlaufen. Wir sehen uns. Tschüss.